Wir haben uns in dieser Gesellschaft auf verschiedene Mittel. Hey Süße, wie sieht's aus? Ich bin gerade noch mal davon gekommen. Du siehst, das ist alles kein Stress. Naja, ich muss im Altersheim ein paar Alten aufs Klo helfen. Ja. Ein halbes Jahr zu meiner Tante aufs Land. Soll ich ein besserer Mensch werden oder so? Das ist ja voll die Umerziehung, quasi dein eigenes Guantanamo bei Tantchen, was? Guckt die immer so? Keine Ahnung. Ich hab die schon seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen. Die hat nicht mal ein Auto. Ich muss gleich mit meinem Vater da rausfahren. Wie, jetzt gleich? Scheiße. Ey, mach dir nichts draus. In 2 Monaten bin ich wieder da. Ich habe mir jetzt so lange für mein Kack-Abi gequält. Hab ich so ein bisschen Spaß in Kalifornien verdient, oder nicht? Ja, klar. Ciao. Ciao, Süße. Wir telefonieren, ja? Tust du, als wäre nichts. Hey, Süße, das war echt blöd von mir, aber ich war da drüben wie in einer anderen Welt, verstehst du? Und weiter? Mann, ich ärgere mich drüber mich selbst, dass ich so gedankenlos war. Aber ich schwör's, ich habe jeden Tag und jede Stunde an dich gedacht. Deswegen hast du dich auch so oft gemeldet. Komm, wir fahren in die Stadt. Nee, geht nicht. Ich muss arbeiten. Das ist wohl ihr Freund. Hm. Der Amerika-Reisende. Ich freue mich so. Das ist so geil. Und was der Hammer ist, die treffen einfach Entscheidungen, verstehst du? Bei uns, da wird immer nur gelabert und gelabert. Die Amis, die sagen einfach so, das wird jetzt gemacht. Oder wie siehst du das? Kann ich mir gut vorstellen. Dann bist du mit deinen Gedanken noch in diesem Grand-Hotel? Ja. Es ist kein scheiß Grand-Hotel, sondern eine kleine süße Pension. Ja, ist okay. Aber die alte Spinne, ey, die ist echt gestört. Ich meine, dafür kann sie nichts. Und man darf sie auch nicht so runterziehen und voll einnehmen lassen, verstehst du? Sie ist nicht verrückt. Sie hat einen wie eingebauten Schalter. Steht der auf On, ist sie total nett. Und sobald der umgelegt wird, dann... Ja, jetzt ist auf jeden Fall erstmal Spaß angesagt, dass wir die ganze Scheiße da wieder aus deinem Kopf rausbekommen. Ich weiß nicht. Ich muss noch ein paar Mal raus ins Altersheim. Das kannst du auch noch machen, wenn ich in 2 Wochen wieder weg bin. Wieder weg? Ja, ich habe spontan entschlossen, noch einen Monat Australien anzuhängen. Ich muss die Zeit jetzt voll ausnutzen. Ja? Hey, Leon, na? Ja, wir sind schon auf dem Weg. Ja, hier ist alles okay. Ciao. Kommt Leon auch mit? Ja, und dann fahren wir noch zu Felix. Ich dachte, wir machen was zu zweit. Ich habe die beiden jetzt auch schon ewige Zeit nicht mehr gesehen. Das war alles cool. Ist das jetzt der böse Tantenblick, wenn du hier übst? Mach doch mal ein bisschen. Unterhalte ich mich auch mit anderen Leuten. Ja, Männer brauchen ihre Freiheit. Ja, manchmal schon. Männer bräuchten Verstand, aber den kriegen sie nicht. Und deswegen nehmen sie sich ihre Freiheit. Was spinnst du denn? Deine Tante hat dich komplett verbogen. Aber das kriegen wir wieder hin, Mann. Nein, ich will dich nicht mehr sehen. Malu, wir sind eine Einheit. So wie das Yin und Yang. Ja, oder wie Tim und Struppi.